Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Kilian die Gang. Ja, ihr vielleicht merkt es schon, ich hoffe, es ist bessere Qualität und ich hoffe auch, dass es nicht mehr so doll ruckelt. Und ich hoffe auch, dass es nicht mehr asynchron ist wie letzte Folge, denn es war vorletzte sogar. Ich habe ja noch eine Folge dazwischen gedreht, das ist jetzt die fünfte schon. Asynchron, die war die dritte. Die vierte war auch nicht asynchron, glaube ich, aber die war ungrafisch, nicht schön. Ja, aber jetzt soll es behoben worden sein. Hier rechts und links gibt es keinen Rand. Weiß nicht, finde ich es jetzt schöner oder nicht. Jetzt ist auf jeden Fall die bessere Grafik da. Und ich glaube, das ist doch das Wichtigste in einem YouTube-Video. So, ich sehe gerade bei Carlotta. Hi, Carlotta. Sind seltene Tierchen, die sich gewohnt. Findest du meine neue Aufmachung, Kilian? Ich habe mir nichts gegen meine andere Arbeitskleidung, aber diesen Anzug gibt mir so viel Selbstvertrauen. Und diesen Outfit traue ich mir zu, auch die anspruchsvollste künftige Braut zu begeistern. Oh ja. Seltene Tierchen wohnen gesichtet, steht da. Ja, ein paar Ringler. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein Goldener. Ein Goldener, ein Goldener. Wenn der jetzt entwischt, ne, ich... Oh, Goldener Ringler, als ob. Der ist mega selten, glaube ich. Wir haben ja schon letztens silbernen Ringler gefangen. Scheiße, der ist entwischt. Und, oh mein Gott, wir haben bei den Bloodbonds haben wir 111 da stehen. Das bedeutet im Endeffekt 3 und 3 ist Illuminati confirmed. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, Illuminati confirmed. Ich hoffe einfach nur, dass das Spiel heute, dass die Folge heute besser läuft und dass ich das bis zum Ende des Projekts so mache. Aber bis jetzt macht mir das Projekt sehr viel Spaß, muss man wirklich sagen. Quote erfüllt. Hallo, alle Achtung, nur weiter so, bevor ich vergesse, hier ist deine Belohnung. Oder wie ich es in letzter Folge gesagt habe, Schweigegeld. Weil die Mafia ist hinter Carlotta her. Nur weiter so, Kilian, vergiss nicht, mich nicht zu verraten. Hä, warum sind eigentlich die ganzen Blumen gewachsen? Dauert das nicht 177 Stunden oder nur Minuten? Keine Ahnung. Für mich macht es keinen Sinn, die Blumen zu ernten, finde ich. Weil wenn man die Blumen erntet, dann kommen ja nicht mehr so viele Ringler, finde ich. Und wir haben mal wieder Quest erfüllt. Apropos Quest, wir müssen ja noch in den Briefkasten gucken. Mhm. Traumhochzeitsballon haben wir freigeschaltet. Okay. Briefkasten. Oh, wir haben vieles. Wieder 3 Bloodbonds. Wahrscheinlich sind das mega seltene Dinge und ich gebe die einfach nicht aus. So, erstmal mit den ganzen Bewohnern ausplaudern. Letzte Folge ist Sophie auf unseren Campingplatz gezogen. Wolltest du etwas Bestimmtes, Wuff? Brauchst du meine Hilfe? Hallo Kilian, falls du zufällig ein paar Blumen hast, dürfte ich eine davon haben. Und bezüglich der Sorte bin ich sehr flexibel. Vielen Dank im Voraus. Hier eine Tulpe, eine Papagei-Tulpe. Weiß nicht, wo ich die habe. Eine Papagei-Tulpe? Du bist ja ein Gentleman. Ha, was für ein bezaubernder Duftwurf. Duftwurf. Yeah! Mehr Blumen. Es macht mich sehr glücklich, dass du immer so lieb zu mir bist. Danke. Oh, die wird schon rot. Ja, sie wird auch Level 5. Damals war sie noch Level 1, jetzt ist sie Level 5. Belohnung. Yay. Man kann, glaube ich, auch auf einer Website einsehen, welche Belohnung man bekommt. Horizonpedia oder wie das heißt. Wieder Job erfüllt. Ich denke mal nur einen Job, ja. 500 Sternis kann man machen. Goldener Snack kann man bekommen. Den möchte ich haben. Dann, wir haben die letzte Folge gesehen bei Apollo. Das gibt richtig viele Punkte. Viele Freundschaftspunkte. Oh, so, jetzt bin ich wach.
Wen darf ich bedienen? Vielleicht dich, Kilian. Gibt's was Neues? Ah ja, ich hab was für dich. Dann kommt der Ramsch endlich mal aus meiner Garage raus. Gern geschehen. Ah ja. Wow, oh. 10 Zartstoff. Kann man gebrauchen. Oh, und Freundschaftspunkte wachsen. Jetzt noch mit Sophie reden. Oh, die sitzt auf ihrem Herzchen-Sofa. Irgendwie weiß ich gar nicht, was ich heute machen soll. Hm? Wie? Irgendwie weiß ich gar nicht, was ich heute machen soll. Ich lasse dich lieber ein bisschen einfach stehen, bis du nächsten Tag nochmal kommst. Als ob die mir nichts sagt. Als ob die... Ach, okay. Ja. Okay. Ich hole mir gerade eine Schere raus, um einen Finger von mir abzuschneiden. So. Nee, eigentlich muss ich gerade hier was reparieren. So. 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 Und zack. So. Repariert. Jetzt können wir weitermachen. Übrigens. Dann geht die Folge eigentlich schon. Ich vergesse immer, an mir eine Uhr hinzustellen, damit ich mir die Uhrzeit merken kann, an dem ich angefangen habe, eine Folge aufzunehmen. Ich denke mal 8 Minuten. Okay, sagen wir 8 Minuten. Heißt, so 15 bis 20 Minuten habe ich noch Zeit. Ich habe immer Zeit, aber... Ja. Episoden. Was ist denn hier Neues? Kann man das angucken? Jan will alle zu einer Wanderung überreden. Das wird bestimmt kein Zuckerschlecken, oder? Kann ich irgendeine Episode schon angucken? Na, vielleicht. Kann man das. Der Moment der Entscheidung ist da. Wird sich als besserer Spieler herausstellen? Ja, Roland natürlich. Roland ist der Beste. Roland hat einen Leuchtturm aus Sand gebuddelt. Aber wie standfest ist er wohl? Ah. Ja. Hier, wir haben irgendwas aus dem Baukatalog. Ich habe mich gerade vertippt. Baukatalog. Was wäre denn jetzt sinnvoll, neu zu bauen? Ein paar Teppiche könnten man bauen. Haben wir schon. Mode. Ja, Mode. Mode, Mode, Mode. Hier, so eine geile Brille. Oh, nee. Noch besser. So. Wir müssen einen Mundschutz bauen. 2 Stunden? Als ob das Ding 2 Stunden dauert. Warum heißt die in dem Spiel Samthea oder Samter? Aber... im Animal Crossing Horizons Mina oder Mina. Ich sag immer eigentlich Mina, weil Sina, Tina und Mina und nicht Sina, Tina und Mina. Das hört sich dumm an. So, wie lange dauert das Ding? 1 Stunde. Ach so. Ich muss ja mir erstmal solche Viecher kaufen. 80 Bloodbonzen. Okay, komm, wir nutzen die Bloodbonzen eh nicht. Deswegen können wir sowas hier machen. Könnten wir noch bauen. Wir bräuchten einen geilen Pulli. Puh, haben wir gerade nichts so Berauschendes. Obwohl, das da. Aber nee, das kann ich noch nicht mehr. Erreiche zuerst Level 4. Okay, das heißt, ein Ziel für heute ist, Level 4 zu erreichen. Okay. Aktion läuft. Bla, 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 bla. Hier, diesen Typ da. Felix, den würde ich gerne haben jetzt. Weil was Besseres bekommen wir eh nicht. Und Felix ist momentan das Beste, was wir bekommen können. Auch wenn ich gesagt habe, Felix wollen wir nicht. Ich möchte ihn jetzt trotzdem haben. Felix! Ist das Gulliver?
Honigsüßer Gebrauch. Gulliver. Hallo Matrose, ja, ich beißen die Fische in letzter Zeit, was mich betrifft. Es ist nicht leicht, ein Geschäft über Wasser zu halten. Verstehst du? Über Wasser. Wie ein Schiff. Nein, eine Seefahrtskumpel fand es mit. Ich bräuchte deine Hilfe. Ein Export-Business braucht Fracht zum Exportieren. Wenn du mir Items bringst, kann ich dich zu einer anderen Insel schippern und deine tollen Souvenirs zurückbringen. Also Hand wäscht die andere, wie man doch schon sagt. Oh, wer einfach eine Insel aus und los geht. Mit? Was soll ich machen? Was? Ich hab nichts verstanden. So ist gespielt, wenn du Gulliver Fisch kannst du Items exportieren. Kein Bock. Ne, Gulliver, ich bin noch. Ja, ruhe mich drauf, nicht die zusammenbreiten, Matrose. Tausend Dank. Hier, wir können ja wieder ein paar Insekten fangen. Oh, das ist ein, wahrscheinlich so ein Prachttisch. Pracht-Japan-Rosenkäfer. Hier ist Smaragdkäfer. Oh, hier könnte man. Kann man Honig? Was? Warum mache ich da jetzt Honig rein? Ach so, weil dann kommen wir. Dann kommen Tierchen und dann, ja, Hirschkäfer. Oh, eine Hirschkäfer. Das ist geil. Oh, sogar zwei. Oh, geil. Wir haben zwei Quests erledigt. 15 Bloodbonds. Das ist gut. Oh, ist das da dein Wohnmobil? Sieht irgendwie niegelnagelneu aus. Ach so, du bist ein Camping-Neuling. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Okay, du heißt ab jetzt nicht mehr Felix, sondern Philipp, ja? Das finde ich gut. Ich bin, ich muss die Synchronstimme verstellen. Das finde ich gut. Ich bin der Philipp und ich freue mich immer über neue Campingfreunde. Schön, dich zu kennenzulernen, Kilian. Er macht einfach den Philipp am Tor. Na, sucht's was? Gibt's Neues? Kilian, hast du schon mal probiert, Blumen in deinem Garten zu stichen? Natürlich. Das macht richtig viel Spaß, auch wenn man die meisten davon gar nicht essen kann. Wenn du es ausprobieren willst, musst du mit dem Geräuden reden, weil er die Blumensamen hat. Oh ja, wir nähern uns Level 4. Oh. Nein, ich wollte den Kohlweißling nicht. Ich wollte dieses Viech. Ein Nashornkäfer. Rekordgröße. So, wie komme ich hier nochmal runter? Oh, wieder ein NPC. Wie komme ich hier nochmal runter? Hey, ich komme hier nicht runter. Achso, man muss hier angeln. Na, ach, nee, doch nicht. Hey, wie komme ich denn jetzt hier nach unten? Hä? Jetzt mal konnte ich doch noch nach unten. Oder bin ich gerade zu dumm? Oder kann man hier nicht angeln? Ich glaube, man kann hier nicht angeln, ne? Toll. Sehr, sehr toll. Was könnten wir uns denn jetzt bauen? Was wir noch nicht haben. So eine Heizung. Das ist eine Kommode.
Das Ding ist aber geil. Das möchte ich haben. Eine Minute. Hauptsache, das dauert eine Minute. Björn ist einfach viel bessere Arbeit. Ich glaube, man kann hier nichts bauen, ne? Ich meine nichts angeln. Das heißt, wir sollten zur Küste, zur Salzwasserküste, und hoffen, dass wir ein paar Klischen angeln können. Eine Klische. In Animal Crossing New Horizons jede Stunde eine Klische. Wenn man Pech hat, jede Stunde fünf. Hier in Pocket Camp, was ich immer falsch geschrieben habe, ist es etwas schwieriger. Aber hier, ja. Ach, wir bekommen direkt eine Klische. Eine Flunder, meine ich. Ich sag die ganze Zeit Klische, ne? Nicht dumm. Wir können ja generell ein bisschen angeln. Wow. Ein Kaiserschnapper. Kommen gerade sehr gute Fische. Das wird... Oh! Was? Das ist nur ein Seebarsch. Oh nein, ich habe gerade gedacht, das ist ein mega seltener Fisch, ne? Aber nichts da, es ist ein Seebarsch. Wer hat aber jetzt nicht gedacht, dass es ein Seebarsch ist, ja? Wer nicht? Jeder hat wahrscheinlich gedacht, das ist so ein Riemenfisch. Aber nee. Was ist das denn? Ein Fangschreckenkrebs. Oh, das ist ein guter. Das könnte wieder so eine Klische sein. Ja. Falls ihr mehr Klischen habt. Och Mann, Flunder! Ich meine natürlich Flunder, ne? Wieder eine Flunder. Ich muss abwarten, damit ich nicht wieder etwas falsch schreibe. Sage. Junge? Beiß an. Wieder eine Flunder. Und? Vielleicht ein Seebarsch? Oder ein Riemenfisch? Nee. Hat sich ausgesäbärscht. Aber der war richtig fett. Dieser Seebarsch. So, und jetzt können wir zu Felix zurück und können ihm seine beschissene Flunder geben. In den nächsten Folgen sollte ich... Oh, Claudia, ich vermisse dich. Wir haben in New Horizons geheiratet. Jetzt habe ich auch New Horizons bei diesem Hochzeitsevent von Rosino und Björn, habe ich jetzt auch diesen Hochzeitsanzug, diesen Hochzeitssmoking und Hochzeitskleid. Mir gefällt das Kleid besser. Aber ganz viele sagen, voll langweilig. Ich liebe dieses Event eigentlich. Oh, was ist los? Hier, Philipp, ich habe was für dich. Hauptsache, er steht so am Grill und ich muss ihm Fisch geben, ne? Klar, Philipp. Der Philipp, man kennt ihn. Was? Für mich? Das finde ich gut. Hier ist deine Belohnung. La la la. Ah, du hast mir so viel geholfen. Da weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Aber ich weiß genau, dass wir richtig gute Freunde werden. Manu! Yeah, Level 2. Reicht das schon für Level 4? Oh. Yes, wir sind Level 4. Oh, 1000 Sternis und 10 Bloodbonds. Benjamin kann jetzt auf unser Links. Oh, und wir bekommen. Oh, die so. Ja, Benjamin, vielleicht nicht der Typ, den wir auf unserer Insel haben wollen. Aber wir müssen weiter Leute einladen auf unserer Campingplatz, damit wir mehr Level bekommen. Und wir können die Bewohner ja auch alle ausziehen lassen, und zwar gezielt. Ja.
Hey, danke, dass du mir geholfen hast. Das finde ich nämlich sehr gut. Boah, ich liebe das Garausche. Habe ich natürlich auch alles, ne? Bin ja vorausschauend. Für mich, das finde ich gut. Level 3. Es geht so schnell. Sie werden so schnell erwachsen. Wir werden immer besser in dem Spiel. Yay. Sonst noch hier irgendwo was? Hat er noch irgendwas? Hi. Wie geht dir denn so? Such mal einen Campingplatz. Mal überlegen. Du würdest es also gut finden, wenn ich auf deinen Campingplatz komme? Was kriege ich dann dafür? du bekommst dafür einen Upload-Filter. Das finde ich sehr gut. Weil ich scheiß auf die junge Generation. Bist du nicht selbst jung, Felix? Ich brauche eine Schwingschaukel. Okay, eine Schwingschaukel. Ich hoffe, das geht schnell. Das möchte ich auch gerne in dem Part jetzt schaffen in der Folge. Efeu, ja. Schwingschaukel, wo bist du? Bist du hier? Ja, hier, Schwingschaukel. Können wir das nicht sogar mit einem Dings beschleunigen? Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Es gibt so viele Möglichkeiten. Stellen. Komm, Björn, beeil dich. Wie lange dauert das jetzt nochmal? Habe ich gar nicht gesehen. So, warte mal. Wo kann ich jetzt sehen? Hallo. Nein. Nein. Ich möchte sehen, wo ich das machen kann. Ich hab ein Hütchen. Geil, aber wo kann ich jetzt sehen, wie viele Items ich baue? Hier. Dauert gar nicht lange. Okay, letzten 15 Sekunden. So. Ich glaube, ich lade heute sogar 2 Animal Crossing Videos hoch, als Entschuldigung dafür, dass ich so scheiß Qualität Videos hochgeladen habe. Oder vielleicht ist das heute auch scheiße. Weiß ich nicht. Aber dann ist es eine Entschuldigung. So, fertig. Yes, man. Schwingschaukel. Kann ich den jetzt schon einladen? Warte mal. Oder muss ich... Ich kann den schon einladen. Gut. Apollo Felix. Kann ich jetzt einladen. Kann ich den jetzt einladen? Oder wie ist das jetzt? Stand da nicht... Ich muss irgendeinen anderen Camper jetzt rausmachen? Oder wie jetzt? I don't know. Ich glaube, da findet er gut. Warum ist die Schaukel da? Und wo ist die Schaukel eigentlich? Was? Hey, wo ist mein Campingplatz? Warum ist Felix da nicht? Warum ist der Campingplatz nicht mehr? Ich glaube, das werden wir in der 4. Folge rausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Qualität ist besser, wie auch schon 100-mal gesagt. Heute mal ohne Abstimmungen. Oder vielleicht gibt es am 10. noch Abstimmungen. Erst am 11. sind sie komplett von YouTube weg. Okay, ich brauche es gar nicht wissen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen mit meinem schönen Hütchen und meinem Alpenkleid. Bye, bye und ciao. Leute!